Herr Mayer, die Sozialdemokraten in Deutschland feiern jetzt ihr 160-jähriges Jubiläum. Gleichzeitig stehen sie in Umfragen bei 17, 18%, kurz vor der AfD. Was ist da los? Ja, Sie bringen es ja gleich auf den Punkt. Diese stolze Partei, es ist ja die Partei der deutschen Demokratie durch alle Verwerfungen hindurch. Durch alle. Bis zum Ermächtigungsgesetz, bis zu Otto Wels, seiner großen Rede gegen das Ermächtigungsgesetz, was die totale Macht für Hitler bedeutete. Niemand ist ihm gefolgt, außer seinen, ich glaube, es waren etwas über 90 Sozialdemokraten da. Man muss die Heldenhaftigkeit dieser Partei, muss man sich vor Augen führen und dann sagt man, ja, aber wo steht ihr denn? Sind die Leute alle gesichtsvergessen? Oder habt ihr eventuell etwas falsch gemacht in letzter Zeit? Ich würde auf Letzteres tippen. Ich glaube, dass halt viele sozialdemokratische, also in der Grundanlage sozialdemokratische Wählerinnen und Wähler wählen AfD, wie sie auch Grün wählen oder sie wählen AfD. Und das ist die ganz große Problematik. Diese stolze Partei, die einst und über Generationen eine kulturelle, politisch-kulturelle Heimat bildete für die Arbeitnehmer, wurde gehijackt von einem akademischen Milieu, das es auch gut meint. Gut meint ist oft schlecht gemacht, wie wir sehen. Dass es auch gut meint, sozial ist, aber nichts mehr zu tun hat mit den Wählerinnen und Wählern, die eigentlich zur Sozialdemokratie gehören würden. Aber was muss die SPD tun, um diese Wähler wieder für sich zu gewinnen? Sollen sie Handwerker in den Bundestag bringen? Genau. Also es wird erzählt, das braucht eine Erzählung. Wir müssen die, wie sagt man dem, wir müssen sie abholen. Die Menschen draußen im Land, dieses Abholen und die Abgehängten. Das sind alles so Begriffe, da sind irgendwo Leute und wir sind quasi paternalistisch, väterlich, mütterlich verantwortlich für die. Das ist völlig falsch. Die Menschen, die in den Berufen sind, Pflegerinnen und Pfleger, Handwerksmeister, auch in den modernen IT-Berufen oder in der Pharmazie, in den modernen Wirtschaftswelten, die Arbeitnehmer, nicht die Politologen, sondern die Arbeitnehmer müssen diese Partei wieder bestimmen. Sie müssen in der Partei, in den Führungsgremien, in den Parlamenten, im Bundestag diese Partei wieder übernehmen. Sie müssen sie dieser Schicht, dieser intelligenten akademischen Schicht, dieser links-grün akademischen Schicht, man muss dieses Milieu wieder übernehmen vom Arbeitnehmer her. Dann wird die Sozialdemokratie wieder Heimat der Arbeitnehmer. Es gibt Arbeitnehmer. Es gibt zu Millionen. Und sie haben die Heimat verloren. Und wählen eine so trostlose Partei wie die AfD. Mir fällt es schwer, diese drei Buchstaben zu formulieren. Als ehemaliger Sozialdemokrat muss ich auch, und Juso war ich doch, aus einer sozialdemokratischen Arbeiterfamilie. Mein Vater Uhrmacher, ich Schriftsetzer. Ich habe das noch in mir. Soll mir keiner kommen, da, Schwätzer von der Uni. Ich ertrage das nicht mehr. Das ist nicht Sozialdemokratie. Die Sozialdemokratie muss zurückkehren zu ihren Menschen. Und diese Menschen müssen die Partei übernehmen. Natürlich war die Sozialdemokratie immer die demokratische Linke mit den intelligentesten, den intellektuell tollsten Leuten. Also bis nach dem Krieg, ich meine, was hat denn ein Max Frisch gewählt? Was haben denn die Intellektuellen in der Schweiz, die Demokraten, auch während den schlimmen Zeiten in Europa, was waren sie denn? Sie waren Sozialdemokraten, sie waren Gewerkschafter, Sozialdemokraten. Das ist, da gehören sie hin, die Intelligenz. Aber nicht einfach bestimmend. Und die Frage ist ja noch, ob das, was sich da abzeichnet als Intelligenz, überhaupt Intelligenz ist.
Das ist ja Quatsch. Heute ist man ja in den Berufen, in modernen Berufen, entwickelt man ja Intelligenzen, die viel praktischer, viel direkter, viel demokratischer sind. Und diese demokratische Kultur muss zurückerobert werden. Ich bin nicht, sehen Sie, ich bin gar nicht in Deutschland jetzt mit dem Kevin Kühnert oder Lars Klingbeil. Intelligente Leute, die das sehen. Aber dafür kämpfen, dass da wieder ganz normale, das Wort normal widerstrebt mir irgendwo, aber einfach ganz, ja, Leute, die einfach Arbeitnehmer sind, die Dinge in die Hand nehmen. Das ist natürlich noch ein anderer Schritt. Und das ist der entscheidende Schritt für die Zukunft der Sozialdemokratie die nächsten 160 Jahre. Herr Mayer, Sie setzen das Wort.